Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Journeymans. Und wir gehen weiter, nachdem wir in der letzten Folge ja noch die Ergebnisse der anderen Ligen angeschaut haben und gesehen haben, dass Jonas da 40 Punkte mehr hat als Malaga in unserem Safe. Jonas hat ja den Aufstieg auch in die zweite Liga hinbekommen. Hier bei uns schaffte es Malaga in der ersten Saison nicht. Somit ist es nicht das Gleiche, weil jeder Safe auch wieder ein bisschen anders ist. Und das ist da das Coole am Football Manager. Wie feierst du eigentlich, Jonas, das neue Jahr? Feierst du überhaupt? Mein Saisonziel ist ganz klar der Aufstieg, am liebsten als Meister, weil ich möchte gerne eigentlich nächste Saison irgendwo anders sein. Also ich werde sicher auf Mitte Saison in einem neuen Verein sein, weil eben die Saison von Januar bzw. ein bisschen nach Januar, von März glaube ich, bis Dezember, November geht. Aber mein Ziel ist eigentlich der Aufstieg und am liebsten eigentlich über den Meister. Okay, das ist auch schön. Ja, ich bleibe auch zu Hause dieses Jahr, mache nicht viel. In der Umgebung ist noch ein bisschen etwas los, aber ansonsten mache ich es gemütlich. Schaue vielleicht noch ein bisschen NFL. Mal schauen. Aber wirklich nicht mehr großartig etwas. Da die Probespiele sind alle nicht nennenswert. Tsutsui bekommt nun ein Aufgebot für die U19. Unser Torwarttalent, was sich nicht gerade so entwickelt, wie ich das erhoffe, hat halt auch kein Ehrgeiz. Das ist halt so schade. So ein Riesentalent. So, wir gehen rein in die Begegnungen von diesem neuen Spieltag. Tamare gewinnt und kann hier nochmal ein bisschen Punkte gut machen. Unten Aki wieder mit einem super Training. Gasman, der ist auch wirklich, hat sich nicht so entwickelt, wie ich das erhofft habe. Matsui, loben wir Yoshi. Ja, der ist auch nicht auf uns gut gestimmt. Aber wir können auch noch schnell schauen, was uns der Vorstand eigentlich vorgibt. Fansziele. Playoffs, er will also auch, dass wir mal in die Playoffs kommen. Konkurrenzfähig in beiden Pokalen. Und dann nächste Saison mindestens den Aufstieg. Und daneben den Klassenerhalt. Waren ja schon mal
im Oberhaus bzw. eine Liga über und über den aktuellen anzutreffen, die eben jahrelang von was war das? Von der Saison 16 bis zur Saison 21 eigentlich immer oben gespielt, dann eben der Absturz in die dritte Liga. Denke auch hier krass, aber da war noch, glaube ich, ohne diese dritte Liga, darum auch dieser extreme Sprung hier. Also best Defensivspieler, Defensivmannschaft. Takakubo. Schauen wir uns mal an. Ja, können sie gerne machen. Finde den Spieler nun nicht so interessant. So, hat jetzt länger zum Simulieren. Hier diesen 1. Juni und dann geht es für uns weiter im Pokal. Hoffentlich sind die Spiele nun alle auch komplett ausgeruht. War schon ein bisschen sehr heftig die letzten paar Wochen. So, rein in die Begegnung. In Iwate. Eine 2 minus, eine 3 von den Fans. Die sehen das natürlich auch so wie wir. Es ist einfach viel zu wenig, was wir aktuell leisten. Glaube ich, da können wir nicht mehr viel machen. Ja, viel geht da nicht mehr. Wir müssen das Spiel so angehen. Gehen wir rein in die Kabine. Voller Fokus auf dieses Spiel jetzt, Jungs. Ein 5-2-2. Schauen wir mal, was geht hier. Bis jetzt nicht viel. Ich warte mit schon einem Schuss aufs Tor. Aber wir haben deutlich mehr Ballbesitz. Jetzt geben wir das ab. Also ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Beide Teams neutralisieren sich eigentlich sehr gut. Turay mit der Ecke. Nakagawa auf Turay. Alan, Iwaka, Akagawa, gute Möglichkeit, aber dann trotzdem am Tor vorbeigezogen. Wir ermutigen die Jungs mal, wir haben wieder deutlich mehr Schüsse. Ono, ach und wieder über das Tor. Also eigentlich wieder ein ziemlich gutes Spiel von uns. Aber wir machen wieder die Chancen nicht. Das ist das Hauptproblem, was wir haben. Wir brauchen zu viele Chancen, um hier irgendwelche nennenswerte Tore zu machen. Mit dem Finger zeigen. Weiter so, weiter so und weiter so.
mehr fordern. Das ist wirklich das Hauptproblem. Yuki Tuoma hat sich nun auch verletzt. Auf die linke Seite. Ja, das lassen wir mal so. Wir brauchen wirklich am Anfang der Saison, ging noch alles rein. Also wir schossen einmal aufs Tor, direkt 3 Tore gefühlt. Aber jetzt geht einfach gar nichts mehr. Matsuaka kommt mal nach vorne. Dann, nein, so. Und dann kommt Cortez auf rechts. Ono kommt mal für Aki raus. Und Tanabe für Hiwaka rein. Schauen wir mal, ob die Jungen etwas reißen können. Ach, und dann hat sich Matsuaka noch verletzt. Und wir haben keinen Stürmer mehr. Nicht mal mehr auf dem Feld. Dann werden wir das aber so lösen. Cortez kommt dann in den Sturm. Schauen wir mal, ob er sogar noch etwas reißen kann. Sato nun für Iwate. Ach, übers Tor. Glück gehabt für uns. Aber es sieht nicht gut aus. Iwate wieder mit einer Möglichkeit. Und da ist das Tor. Minami mit 1:0 für Iwate. Und genau das meine ich. Wir brauchen zu viele Tore, zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Und sie machen diese eiskalt. Gehen auf sehr offensiv. Vielleicht noch das Unentschieden. Auch schlechter Ball. Zu nah ins Tor gezirkelt. Aber das Highlight ist noch nicht durch. Turay Aki. Wird da gefoult. Gibt kein Foul. Und da Iwate schön. Ach, und dann wieder. Ach, und dann Sato. Der Schuss wurde wieder abgelenkt. Ach Mensch, wieso jedes Mal? Da Morishita kommt nicht dran. Dann Hatanabe mit dem guten Grätsche. Aber dann, ja, ist es so, wie wir aktuell die ganze Zeit in der Saison sind. Wir benötigen zu viele Chancen. War inakzeptabel, enttäuscht, nicht gut genug vor dem Kasten. Ich dachte eben wirklich, Ito konnte seinen Fluch beenden, aber dem ist nicht so. Matsuaka für 2 Monate, Yuki Tuoma für 3 bis 5 Wochen und wir können keine Spiele mehr registrieren. Ja, es ist wirklich ziemlich bitter aktuell und daneben auch noch für das Pokalspiel gegen den Zweitligisten. Aber was ich eben auch noch nicht ganz verstehe, wir spielen in 2 Pokalen und ich sehe noch nicht so den Unterschied zwischen diesen beiden Pokalen. Das war wirklich ziemlich bitter jetzt, diese 2-0 Niederlage nach diesem Nagano 2-1 Sieg. Dachte ich, vielleicht geht es jetzt wieder aufwärts, aber das war definitiv nicht der Fall. Wir werden die Jungs mal wieder für
5 Tage diesmal. Für 5 Tage eine Pause gönnen. Ich will, dass hier wirklich das Verletzungsrisiko wieder deutlich geringer wird. Nicht, dass wir dann noch mehr Verletzte haben, weil das können wir uns wirklich nicht mehr leisten. Ja, wir haben aber auch gar keinen Zugriff gehabt auf dieses Spiel. Deutlich tiefere Expected Goals Werte. Also auch der Zugriff auf dieses Spiel gelang uns gar nicht. Messi, der hellste. Update der Eigengewächse. Okay. Probetrainings wurden auch noch beendet. Schauen wir mal, wie es dann im Pokal wieder aussieht. Ob wir da immer noch weiterhin unsere zwei Gesichter haben. In der Liga läuft es gar nicht, im Pokal läuft es dafür umso besser. Spieltaktik, das passt. Spieltaktik, Analyse, Spieltaktik hier. Spielanalyse. Damit haben wir jetzt dann auch in etwa die halbe Saison durch. Neben läuft gar nicht gut für uns. Vielen Dank für den Follow, Jonas. Ich hoffe, es gefällt dir sehr gut hier, dass du da keine Angebote. Schau mal rein. Transferangebote. Dann haben wir keine. Da, Status, das wollte ich sehen. Bestätigtes Interessent. Interesse nicht, wenn das Transferfenster zu ist. Okay. Okay. In Saudi-Arabien könnte er in der Fürstenliga spielen.
Gasman hat wirklich schon starke physische Werte, aber der Rest ist nicht gerade das Gelbe von meinen. Aki kann die Ballkontrolle noch machen. Suda, ja komm, wir nehmen nichts mal weg. Teriyama, nein, sehe ich aktuell nicht. Aber ist trotzdem ein Schlüsselspieler im Kader zu werten. Naja. Ja, wünsche ich dir auch viel Spaß noch. Einen netten Abend wünsche ich dir. Und vielleicht sehen wir uns wieder einmal. Einem anderen Mal. Vielleicht schaue ich auch mal bei dir vorbei. Ich werde jetzt sicher mal einen Monat abwesend sein. Und dann kann ich nicht streamen. Aber eben, auf YouTube sind die Videos immer verfügbar. Ich hoffe, du schaust auch mal dort vorbei. Und ich denke, wir sehen uns. Ciao, Jonas. Ja, komm, wir nehmen Abe trotzdem mal mit hoch. Vielleicht kann er wirklich noch etwas weiteres hochziehen. Nun geht Tsutsui auch noch auf Länderspielreise. Ito diesmal kein Aufgebot erhalten. Ito war ja schon mal mit U19 unterwegs. Konnte glaube ich 16 Minuten gegen Thailand spielen. Aber brachte da auch nicht groß seine Leistung. Mit einer 6,7 oder 6,5 hatte er damals. Aber sind wir mal gespannt, wie Tsutsui, der ohne Ehrgeiz unser absolutes Top-Talent im Tor ist, sich verhält in der Nationalmannschaft. Spieler des Spieltags wurde Messi bei Inter Miami in der MLS. Sieben neue Nachrichten, die Assistenztrainer für die U18. Naja, sehe ich da auch nicht gerade einen großen Erfolg.
Okay. Goygol aus Aserbaidschan, zweite Liga. Jetzt ist die Frage, wäre das für uns überhaupt eine Verbesserung? Sind 12. Können natürlich nicht absteigen. Wäre nur semi-professionell, also wäre für uns eh keine Verbesserung. Was haben wir für eine Klausel in unserem Vertrag drin? Dass keine Zahlung gemacht werden muss, okay. Endo-Training loben wir mal. Da, zu den neuen Zielen können wir nichts weiter besprechen. Auch entlassen worden. Servet, die ja noch im Pokal standen. Aber dann denke ich, haben sie den auch nicht gewonnen. Europas Fußball des Jahres ist Bellingham von Real Madrid. Empfehlung, nur ein in Arbeit für den U18-jährigen Fokus. Aber auch da kommt eigentlich zu wenig von unseren Scouts. Vor allem so für die jungen Spieler. Wir sagten ja, wir wollen eigentlich alle sehen. Sollte alles scouten, aber irgendwie kommt da trotzdem nichts.
schauen wir Yoshinaga. Nur noch ein Spiel entfernt, damit wir nochmal 30.000 bekommen. So, schauen wir uns nochmal die zwei neuen Nachrichten an, die wir erhalten haben. Wir sind klare Außenseiter in dieser zweiten Runde des Pokals. Aber eben diese Rolle liegt uns eigentlich deutlich mehr als die Favoritenrolle. Wir haben bis jetzt immer besser gespielt, wenn wir als Außenseiter ins Spiel gegangen sind. Ich hoffe, das können wir auch hier wieder bestätigen. Wie steht heute Dritter als Siebter? Was für eine Statistik haben sie? Minus 2, also sie bekommen aktuell mehr Tore, als sie schießen. Wie spielen die jeweils? Mit einem 4-4-2. Eigentlich wieder eine Taktik, die uns liegt. Bis jetzt haben wir immer gute Spiele abgeliefert. Wenn wir als Underdog und gegen ein 4-4-2 spielen konnten. Aki nicht mehr so krass gut trainiert, aber immer noch besser als der ganze Durchschnitt. Muri, können wir ihm eine 7,5 anbieten? Ja, das können wir. Nashi, Kira diesmal. Yamashita. Yoshi, schauen wir mal. Ziel vorschlagen, nein, Ziel will er nicht. So, dann gehen wir rein, die U18 gewinnt. Die wird ja immer noch souverän führen sind.
So rein in die Begegnung. Liga wird auch noch gespielt. Jetzt können wir sicher wieder mit Inui spielen. Ja. Der ist aber noch ein bisschen angeschlagen. Wir nehmen ihn mal mit. Lassen ihn spielen. Takagi, Ito. Kino. Nakagawa, den nehmen wir gar nicht erst mit. Dann auf der rechten Seite nehmen wir Kawanami, der mit seiner 12 Schnelligkeit, oder Kawakami, der mit seiner 16. Ja, wir nehmen Kawakami. Der kommt dann mit. Somit steht die Mannschaft eigentlich ziemlich gut da. Sonst noch jemand? Nein, das sehe ich gerade nicht. Nein, das würde passen. Das passt. Dann gehen wir rein in die Partie. So, jetzt gibt es, glaube ich, gerade Probleme mit dem Stream. Kann nicht gerade etwas ändern. Um das zu anzupassen. Sieht aktuell nicht gerade so aus. Ich glaube, ich die Bitrate mal ein bisschen nach unten. Geht gleich wieder weiter. Schauen wir mal hier noch, wie wir das hochstellen können. Ob das nun schon etwas bringt? Aber irgendwie geht da gerade aktuell nichts. Und der Stream hat wirklich Probleme. Obwohl ich eigentlich das Signal raussende, kommt es irgendwie nicht an. Das ist jetzt extrem schräg.
schaue nun mal noch etwas anderes an. So, nun sollte ich eigentlich doppelt verbunden sein. Schaue ihn nun mal an. Aber irgendwie hat er wirklich gerade deutlich Probleme. Wieso hat er nun solche Probleme? Wieso kann er jetzt dies nicht mehr rausgeben? Wie dem auch sei. Ich werde weiter hier für die Aufnahme, wenn der Stream dann wieder laufen sollte, werde ich das dann schon sehen. Aber ich nehme jetzt mal für die Aufnahme, machen mal weiter. Wir gehen rein in das Pokalspiel gegen den Zweitligisten, wo wir jetzt alles versuchen, damit wir da weiterkommen. Wir ermutigen die Mannschaft von Anfang an. Kino, aber dann der Ballverlust. Wir nochmal an Ball. Nuri auf Maki. Wir hätten da wirklich früh gepresst. Kommen nicht gerade gut durch. Alan, Kawikama, Ono. Zieht der Takagi auf Inui. Der nochmal zurück. Ach, dann nur Posten, aber Ono ist da. Ono holt sich diesen Ball. Geht nochmal in die Mitte. Ah, kommt nicht durch. Nuri, aber dann ist die Chance auch vorbei. So, wir nochmal. Ono kommt nicht durch. Kawakami. Inui. Kawakami, Inui. Spielt in die Mitte und Aquino mit seinem ersten Tor. 1:0 für uns. Jetzt beruhigen wir die Mannschaft mal. Ja, nicht jetzt denken, dass es wieder einfach so durchgeht. Aber schön da, wie Inui diesen Ball noch holt. Oh, schöner Ball. Aber war abseits. War dann abseits. Mui Takegi kommt da nicht dran. Aber macht den Job als besten Stürme gut. Greift früh an. Moishita. Auf Kawakami. Alan. Aquino in die Mitte gespielt. Auf Ono, schön. Ono sieht Inui. Ah, und Inui kann dann diese Chance nicht bewerten. Aber bis jetzt gut. Kein Druck, Jungs. Kommt bei den meisten Spielen gut an. Außer bei Turei. Aber der hat ja eh, glaube ich, abgeschlossen mit diesem Verein. Egal was wir sagen. Kommt nie gut an. Weiter so. War nicht schlecht. Weiter so. Dann schauen wir mal, was in Halbzeit 2 so geht. Ist ja nur ein Spiel in diesem Pokalmodus.
machen gut Druck. Ono dazwischen. Ono, Takegi, Takegi, Akito, Takegi, hier mit dem Tor zum 2:0. Stark herausgespielt. Schön, wie da Ono blitzschnell reagiert, seine Geschwindigkeit ausgibt. Das hat er für eine Schnelligkeit, eine 11. Mit dieser 11, das reicht ihm, dass er diesen Ball holen kann. Schön herausgespielt. Ach, und dann Hirakawa macht hier das Tor. Schlecht verteidigt von uns. Mit einem einfachen Ball kommt er da durch. Ah, wir können fürs Erste klären. Ono, Ono mit dem Konter. Ono, die 11 Geschwindigkeit, die 11 Schnelligkeit fühlen sich auch an wie die 20. Da läuft ja gefühlt jedem vorbei. Und jetzt sind wir hinten natürlich auch ein bisschen offen. Aber wir können klären. Inui. Auf Ono. Kann Ono die Geschwindigkeit wieder aufbauen. Akino. Spielt auf Alan. Alan, den wissen wir. Ach, oh, eine gute Möglichkeit. Aber Inui. Dann vertändelt diesen Ball, aber Alan wieder mit einem guten Schuss. Wir wissen ja um seine Qualitäten. Ayukawa auf rechts, aber Hiroaka kommt daran. Ah, und dann Yasuda mit dem Ausgleich. Das wollten wir unbedingt verhindern. Wir nehmen Alan. Trotzdem, nein, wir lassen ihn drin. Kawakami, Yuko Tomo, dann Moishita für Tanabe und Takagi kommt für Ito raus. Jetzt nehmen wir hier noch ein bisschen mehr Erfahrung. Cortez kommt. So, direkt die nächste Möglichkeit. Die Wechsel sind vollzogen. Können wir gerade mit diesem Wechsel etwas vollbringen. Cortez spielt nochmal zurück. Akino, viel Platz in der Mitte. Muri, nochmal zurück. Cortez, Fehler von ihm. Dann der Gegenstoß. Konzentration, Jungs. Nicht hier noch hinten liegen. Oh, Takata. Ja. Maki dann chancenlos. Ach, sehr schade. Wir gehen auch sehr offensiv. Nun müssen wir alles versuchen. Schießen bei freier Bahn. Zeitig austrippeln. Kreativ spielen, ja. Suchen wir. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Yamanaka, Yasuda, wir kommen wieder nicht an diesen Ball, und dann glücklich, dass der neben das Tor geht. Alan, Akino, Inui, schön, Kurai, Akino. Urai auf Muri. Der in die Mitte, Ito. Ach, und dann Ito, aber stand im Abseits. Ito stand im Abseits. Damit hätte das Tor so oder so nicht gezählt. Wir fordern ein bisschen mehr von den Jungs. Aber das sieht nicht gut aus. Nochmal eine Möglichkeit. Aber den können wir blocken. So, und ich bin, glaube ich, jetzt auch wieder im Stream zurück. Schade, sind wir jetzt da ausgeschieden.
Jetzt sind natürlich auch alle anderen wieder unzufrieden. Nur weil ich jetzt ein bisschen Kritik anprangere und sagen, dass diese Leistung nicht gut genug war. Da wäre der Sieg eventuell sogar möglich gewesen, aber leichtfertig aus der Hand gegeben. Aber wie dem auch ist, wir haben ja noch einen Pokal. Mir wurde das nicht plötzlich ist, alle irritiert haben. Einige der Jungs denken, dass sie ihr letztes Mal viel zu gewöhnt waren und volle Eindrücke mit dem Finger zeigen. Meines Punkt aus Passo, Thema erledigt. Ihre abweisende Art ist zu schrecken, sie stecken den Kopf in den Sand und sagen, alles wäre in Ordnung. Mit den Handwedeln. Da schauen wir nochmal. Nicht alle auf meine Seite bringen. Kato und Kawakami, die wollen Prag in die zweite Liga holen. Vielleicht sogar in die erste Liga. Kawakami, könnten wir mal dann schauen, was die uns so bieten. Transferstatus. Okay, vielleicht in der. Wenn das Transferfenster offen ist, werden wir diverse Angebote erhalten. Bin mal gespannt, das Transferfenster öffnet, glaube ich, im Juli. Hatte ich gemeint, aber könnte da auch falsch liegen. Sieke Kato. Schauen wir schnell hier rein, wann das Winter-Sommer-Transferfenster eigentlich öffnet. Transferfenster Juli, genau Juli bis August, einen Monat. Schauen wir mal noch, was dann gegen Calnare und dann im Rückspiel gegen Vissel Kobe, wo wir 2 Tore Differenz aufholen müssen. Wir wären da deutlich die bessere Mannschaft gewesen, aber können das am Ende wieder nicht ausnutzen. Schade, verlieren wir immer wieder so unsere Spiele. So richtig unnötig.
Schreiber, Chefvisio haben sie Ciane immer noch behalten. Sehe ich das da? So. Ciane ist immer noch Trainer, okay. Inui wieder im Training. Okay, Kawakami konnte kein Angebot anziehen. Spieltaktik, Spielanalyse ist gut. Dann hier nochmal die Spielanalyse reinklatschen. Hier die Spielvorbereitung. Die Reserve, Spielanalyse. Spielanalyse. Dann hier die Spieltaktik. Technische Leiter haben wir wieder etwas zum Zweiten bringt. Nein, da haben wir eben noch niemand. Schauen wir mal, ob wir noch mit dem Vorstand interagieren können, die Trainingseinrichtung verbessern. Maximalgehalt. Maximalgehalt. You can say what you want, but you can't take me down no more.
so rein in die Nachrichten. Sadat für den technischen Leiter, Mitarbeitertreffen. Ja, dann beenden wir das mal. Die Eigenschaften kann er machen. Ohne über seine jüngste Form reden, die können wir natürlich loben. Da können wir noch nichts machen. Budgetanpassung. Können wir, glaube ich, auch noch nicht. Wir schauen mal. Hier das Training wollte ich reinschauen. Können wir mal, ob alle einen schwachen Fuß auch noch trainieren. Schadet nie, breitfüßig zu sein. In der Reserve. Training individuell. So, das ist in Ordnung. Da weisen wir noch schnell die Assistenztraining neu zu. Wenn nötig, bei der Reserve. Ah. Ein Klick zu früh. Und noch schnell bei der U18 die Aufstellung an. Training, Assistenztrainer. So, dass das optimal auch ausgeführt wird. Sind wir mal gespannt, ob wir endlich wieder punkten können in der Liga.
Schauen wir mal weiter. Wollte ich noch etwas ansehen? Ja, ich wollte schon die Taktik hier anpassen. Dann hier kommt Kawakami. Tomo ist auch noch nicht ganz fit. Dann hier kommt Tanebe. Dann nehmen wir noch mit. Yasuda nehmen wir mal. Nein. Noch eine Stürme mitnehmen. Können wir Duncan mitnehmen? Nein, dann haben wir zu viele Ausländer. Dann nehmen wir Ender mit. So. Und dann wäre ich gerne noch einen. Wir nehmen Teriyama mit. Der kann sich auch dann in der Innenverteidigung spielen. So, das geht. Das passt. Yukitomo ist noch nicht ganz fit. Könnten wir da nehmen? Tamura. Ja, wir nehmen Tamura. Yukitomo. Ja, nein. Sollte noch nicht für die Auswahl berücksichtigt werden. Schauen wir mal, wie es mit dieser Mannschaft geht. Da diverse Änderungen in der Mannschaft. Aber hoffentlich können wir das auch trotzdem irgendwie in einen Sieg umwandeln. Wichtig wäre es, wichtige 3 Punkte. Ein 4-4-2 wieder. Ermutigen wir uns von Anfang an. Urai, Nakagawa. Kawakami. Ono kommt da nicht durch. Ito. Oh, Ito. Kommt mit sehr viel Glück an diesen Ball. Kommt schon, Jungs. Wir ermutigen einfach direkt durch. Deutlich mehr Ballbesitz. Aber bis jetzt können wir das nicht zu gefährliche Torchance ausnutzen. Alan. Nakagawa. Über rechts. Ito. Kawakami. Der macht sein Tor. Zweites Saisontor von ihm. Schön aber von Ito zurückgelegt. Wichtig, wie er da nochmal zurückgelegt hat. Aber Kami völlig frei. Wir ermutigen weiter. Urai. Kommt nicht durch. Nakagawa. Ono. Kawakami. Kawakami. Kawakami mit seinem zweiten Tor. Der Junge hat heute einen Lauf. Das ist sein Spiel. Schön, da frei gespielt. Dann wieder wie vom ersten Tor von der rechten Seite. Knapp Abseitssituation. Nein, war es nicht. Nicht mal annähernd. Wir ermutigen, das hat vorhin schon viel Glück gebracht. Und jetzt kommt der Gegner, Ganair. Wir können fürs Erste klären. Nochmal, Ono kann wieder klären. Ah, und dann Nakano mit einem Weitschuss. Da sind wir anfällig für diese Weitschüsse.
Da sind wir sehr anfällig. Aber wieder wirklich nicht gut verteidigt. Wir sagen Konzentration. Die kommt gar nicht gut an. Außer Kawakami. Dem ist aber, glaube ich, alles egal. Der hat heute sein Spiel. Oh, fast mit einem Hattrick. Es gibt Einwurf. Oh, können wir noch mal ein 3-1 machen in die Pause? Wäre wichtig. Tanabe. 3 Minuten Nachspielzeit gibt es. Alan geht nicht nach vorne. Oishita, Ballverlust. Gibt es jetzt den Ausgleichsreffer? Oh, Glück gehabt, Toyo. Aber wir müssen deutlich mehr aufpassen. Das kann so nicht weit gehen. Es gibt noch mal ein Highlight. Alan geht nach vorne. Kamura kommt da nicht dran. Der Gegenstoß. Können wir abfangen. Ito kommt da nicht dran. Ito bewegt sich einfach viel zu wenig. Ja, wir kommen da nicht dran. Nakagawa, kommst du ran? Nein. Ja, lass den einfach durchlaufen. Nicht selbstzufrieden. Weiter so, weiter so, weiter so. Nakagawa, Kurai, auf Alan. Der kommt dann noch zum Glück am Ball. Alan, Moishita. Nochmal zurückgelegt. Jetzt einfach, wir spielen mal auf vorsichtig. Ono. Auf jeden Fall, Ito ist zur Stelle. Verliert auch den Ball. Kamura. Geht in die Mitte, Ito kommt nicht dran. Muri, Kamura, Muri. Oh, Kawakami wieder. Kamura, aber dann neben das Tor. Aber gute Möglichkeit von uns. Sehr gut. Können wir so weitermachen? Wir kontrollieren den Ball sehr gut, viel, viel mehr Ballbesitz als der Gegner. Dürfen wir einfach nicht in einen Konter laufen, auch wenn sie wenig Ballbesitz haben und sie eiskalt vor dem Tor die Chancen machen. Kawakami, oh, versuchte hier den Hattrick noch zu schießen. Ja, wir schauen das Highlight noch an. Shige, Ono, Kawakami. Spielt auf Turei und dann wird er gefault. Und jetzt wird, glaube ich, Kawakami schießen. Genau, so ist es. Kawakami macht den Hattrick. Perfekt nun. Hikida kommt rein, Turei kommt raus. Wir werden die mal Position wechseln. Dann Aki für Ono. Und Abe für Nakagawa. So. Kawakami macht in diesem Spiel seine Saisontore Nummer 2, 3 und 4 und macht somit einen Hattrick in diesem Spiel. Sehr stark von ihm. Also, der hat heute seinen Abend zu Hause. Kommt schon, Jungs. Bringt das über die Zeit. Konzentration nochmal. Kamura hat sich nun verletzt. Kommt Cortez. Zum Glück haben wir dieses Wechselkontingent noch nicht aufgebraucht. Kawakami, nochmal. Macht er auch noch eine Vorlage. Der Yama, Abe. Ikida. Moishita. Abe. Kida. Abe, der Yama, verliert den Ball, kann ihn aber wieder zurückholen. Kawakami, Kawakami mit dem Saisontor Nummer 5. 4 Tore von Kawakami. Das ist heute einfach sein Abend.
Ein Tor schöner als das andere. Oh, direkt wieder ein Highlight. Jetzt beruhigen wir die Jungs mal. Jetzt einfach nicht zu selbstgefällig werden. Sieht gut aus. Ja, und dann vom Shigematsu. Genau das meinte ich. Nicht zu selbstgefällig sein. Zum Glück hat Kawakami heute seinen Abend. 5 Minuten Nachspielzeit. Können wir endlich wieder 3 Punkte? Das sieht so aus. Wir können endlich wieder 3 Punkte holen. Sehr, sehr wichtige Punkte auch. Gute Arbeit, das war klasse. Wichtiges Puzzleteil. Starke Leistung. Gute Leistung. Und dann können wir Kawakami. Nein, wir können einzelne können wir nicht mehr. Aber was für eine Leistung von ihm. 4 Tore in einem Spiel. Kawakami ballert die Helme. FC ins Aufstiegsrennen, das ist so. Tamura 3 bis 4 Wochen. Diese Leistung müssen wir loben. Kato hat jetzt diesen super Auftritt von Kawakami gesehen. Jetzt, da hat er natürlich jetzt wieder die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Nur ein Erstligist ist dabei bei den Interessenten. Wir schauen mal noch, ob wir da die Spiele noch ein bisschen kritisieren müssen nach diesem Sieg. Aber müssen wir noch. Weil zum letzten Spiel kritisieren. Aber der Rest eigentlich gut gespielt. Und dann gehen wir noch in das Pokalspiel. Und wir wollen nicht sehr viel holen werden. Aber die Sensation könnte möglich sein mit Kawakami, der einen solchen Lauf hat. Kawakami wird sicher spielen in diesem Pokalspiel, wenn er schon 4 Tore schießt. Dann müssen wir dies auch belohnen, der junge Spieler. Ich glaube, er ist 17 Jahre alt, also er hat noch eine ganz große Zukunft vor sich. Kawakami bricht den Rekord für die meisten Tore in einem Spiel. Ein neuer Vereinsrekord war von Kawanami mit 3 Toren. Mannschaftsrekord. Okay. Was ist der Unterschied? Verstehe ich jetzt noch nicht so ganz, was da der Unterschied sein sollte. Unsere Reserve gewinnt auch 5:1. Also auch die schaffen einen Kanter-Sieg.
Den Supercoppa unter 18 in Italien müssen wir nicht scouten, wir werden da eh keine Spiele holen können. Darum ist es eigentlich irrelevant, wenn wir das scouten. Das Geld können wir uns sparen. Dann schauen wir mal, was im Rückspiel noch so geht. Ob wir da die zwei Tore noch aufholen können. Oder ob diese Hypothek zu groß ist. Aki wieder gut trainiert. Kino können wir nicht sagen. Yamashita. Yoshi wieder enttäuschend. Unsere U18 gewinnt wieder. Dagegen Nagano ist die einzige Niederlage gewesen bis jetzt, also die sind stark drauf. Kawa im Pokalspiel einsetzen, wir sind klare Außenseite. Sollte in diesem Wettbewerb spielen. Wer wird dann Alan? Aquino, Alan, Inui, das ist klar, aber den auf rechts, okay, Aki auf links, ja, wir machen es mal, jetzt nehmen mal die vorgeschlagene Taktik, schauen, ob dies uns nun hilft, diese zwei Tore Rückstand noch aufzuholen. Wir so im Pokal sogar noch das kleine Wunder vollbringen können. Italien und England sichern sich einen zusätzlichen Champions League Platz, das neue Format. Wissen wir ja alle schon. Da die Begegnung vom Samstag wird nun simuliert. Das sind aus der Liga. Somit sind wir nun alle wieder spielgleich aus der Nagano spielen müssen. Aber uns fehlen da deutlich Punkte, um oben anzugreifen. Wir müssen da wirklich wieder mal eine Siegesserie hinbekommen.
So. Okay, Erwartungen ist eine Niederlage. Fukushima hat ihren Trainer entlassen, die aktuell. Wo stehen sie? Da 15. sind. Dann noch die anderen Ligaspiele. Nakas wird ein Scout bei Gladbach. Ui, stark. Starke Fähigkeiten. Dann gehen wir mal rein. Das Team steht ja. So hat uns das der Co-Trainer auch empfohlen. Wir nehmen Ito trotzdem mal mit. Kawakami kommt auch mit. Vielleicht kommt er nur noch Einsatzzeiten. Das passt so. Ja, das passt so. Dann schauen wir mal, ob diese 2 Tore Rückstand eine zu große Hypothek ist. Lass keinen Druck. Okay, das war nicht so gut als Ansprache. Aber eben den Jungs sollte kein Druck auferlegt sein, sie sollen locker aufspielen. Dann funktioniert das schon. So, Patrick, der auch schon im Hinspiel getroffen hat. Aber Kawa, ganz sicher. Lässt da nichts anbrennen. Sagen wieder kein Druck. Muri. Ah, schlechter Ball, schlechter Einwurf. Und dann Yuruki mit dem ersten Tor. Aber der Einwurf war schon ziemlich schlecht. Da steht einer frei, da stehen 2 frei. Aber er spielt dahin, wo bereits der Gegner steht. Hier Maßregeln. Da muss jetzt endlich mehr kommen. 3 Tore müssen jetzt fallen. Wieder ein schlechter Ball. Yamaguchi, aber trifft das Tor dann nicht. Wir sagen Verteidiger auftrippeln, kreativer spielen, Flanken früh schlagen, damit wir möglichst schnell in die Mittelzone reinkommen. Aber dann wieder dieser Kobe und mit einem 2:0. Sekigawa, jetzt werden wir wohl auseinandergenommen. Können da nichts machen. Sind da einfach nicht dabei bei den Gegnern. Mehr in die Zweikämpfe gehen. Flanken finden. Auf außen. Kawa ist da. Können wir nochmal ein paar Ausrufezeichen setzen in diesem Spiel. Tanabe, Muri, Aquino. Aki. Ach, Fehler. Aber wir kommen dann. Aki. Schön. Ono. Auf Inui. Kann der nochmal überlegen? Nein, kann er nicht. Auf Muri dann. Muri. Aki. Inui, dann gute Möglichkeit von uns, aber wird dann abgeblockt. Somit geht es mit 2:0 in den Rückstand. Ja, das war eine der schlechtesten Halbzeiten. Inakzeptabel, unzufrieden und fast nicht gut genug. Wir ermutigen. Aber Fiesel Kobel wieder mit einer Chance, aber diesmal über das Tor. Nakagawa, diesmal einen Wurf, der nicht zum Gegner geht. Nakagawa.
Schön, schön. Ono. Wie kann Ono den so verschießen? Ach, wie ist so etwas möglich? Kaba. Schlägt weit ab auf Takagi. Der auf Inui, aber der kommt nicht ran. Nakagawa. Auf der rechten Seite. Es versagen uns heute die Nerven. Heute versagen uns die Nerven. Alan kommt mal raus. Muri kommt raus. Takagi, der trotzdem ein gutes Spiel macht, kommt raus. Und Aki kommt raus. Es versagen uns aktuell die Nerven. Vielleicht können die Einwechselspiele noch etwas zaubern. Aber eben, wir müssten 4 Tore erzielen. Oh, Ito, gute Möglichkeit. 4 Tore, um nur die Verlängerung zu erreichen. Wir ermutigen Ono. Ah, kommt nicht dran. Okawa. Und dann wieder nach vorne. Aber legt sich den Ball zu weit vor. Schön. Aquino. Ikutomo. Auf Ito. Aber der versagt wieder. Nakagawa. Uns versagen die Nerven. Uns versagen einfach die Nerven. Das gibt es gar nicht. Wir stehen so häufig vor dem Tor und dann versagen uns einfach die Nerven. Ach, oh, Glück gehabt. Was macht Morishita da? Dachte sich einfach, ja komm, will ich mal dem Gegner. Aber Mensch, was ist das? Oh, Glück gehabt. Nach so einem guten Hinspiel. Wir bringen uns hier um eine sehr gute Leistung. Weil das Hinspiel war gut. Aber dann im Rückspiel, als es drauf ankam, sind wir leider zu wenig gefährlich. Somit verlieren wir 2:0. Werden wir erfolgreich sein? Okay. Lassen wir es sein. Gibt es irgendwelche spannende Sachen? Tokio muss in die Verlängerung. Son Fake, die Yukutomo verpflichtet haben, sind rausgeflogen. Chigi, Ryuki ist nochmal weitergekommen. Die an der gleichen Liga spielen wie wir. Aber hatten jetzt auch keinen Erstligisten. Nur bitte um Grenz an Gelegenheit. Wir reden mal mit ihm über die Fucking etwas. Wir sind beide normal zur Arbeit gehen. Es muss jetzt etwas passieren. Ich stehe nur zu meiner Meinung, das ist alles. Sie haben recht, es tut mir leid, Chef. Okay, wir konnten ihn trotzdem noch überzeugen, dass er wieder ein bisschen ein professionelleres Verhalten an den Tag legt. Aber das hat wirklich nicht viel gebracht. Diese Wechsel, die wir vollzogen haben. Alan, sehr schlechtes Spiel von ihm. Nui auch nicht das Spiel, das wir von ihm gewohnt sind.
dann einfach vorne versagt in den Stürmen einfach die Nerven. Wir werden da mal komplett neu ausstellen. So. Schauen wir mal, was er als Best Elf sieht. Sehe ich auch so. Vielleicht hier Alan. Ne? Den sieht er nur hier auf der Bank. Okay, wir stellen mal auf. Ohne auf die Registrierung zu schauen. Ist Kawa besser als Maki? Okay, stimmt, ja. Dann werden wir mit Kawa spielen. Dann gehen wir hier mit Alan. Dann Moishita. Darf er ausblenden. Moishita. Und Hiroaka hier. Moishita hier. Muri auf diese Seite. Dann hier Turei, das ist klar, der ist gesetzt als Talent. Akino mal hier. Inui kann diese Seite gut spielen. Ja, wir geben ihn auf die rechte Seite. Dann auf links in Yuktomo. Und dann kommt Ono hier. Da Takagi, das war klar. Und dann nehmen wir hier die Startelf raus. Endo oder Maki. Bin ein bisschen zwiegespalten. Ja, wir nehmen Endo mit. Dann in der Verteidigung. Tanabe ist schon mal klar. Wir nehmen mal alle, die sicher gesetzt sind. Ito. Kawakami nach der letzten Leistung. Aki ist auch gesetzt. Cortes als Erfahrene. Und dann noch Teriyama. Sollte eigentlich passen. Vielleicht ein bisschen zu viele Offensivspiele. Zentral könnte er auch spielen. Ja, Teriyama noch durch einen Verteidiger aussetzen. Ja, aber dann nehmen wir Nakagawa mit. So, gehen wir mal noch weiter. Spieltaktik. Viel Analyse, viel Taktik. Mui hat die maximale Anzahl an gelbe Karten geholt. Somit muss er wohl im nächsten Spiel dann zusehen.
Wir hätten sogar deutlich die gefährlicheren Chancen gehabt. 4 Tore hätten wir schießen müssen. Ach, schade. Also es wäre eigentlich möglich gewesen, hier das zu machen. Das werden wir mal als akzeptieren. Senden. Aber nein. Dann geht es weiter. Gehen wir mal bis zum Spiel noch. Fünf neue Nachrichten sind in unserem Posteingang, die werden wir dann zum Ende anschauen. Oder auch jetzt Kawakami natürlich mit seinen 4 Toren in der 11. Woche. Iwate hatte die beste Defensive wohl. Das haben die im letzten Spiel gemacht. 13-0 gewonnen. Stark. Tomo ist wieder im Training. Sehr hoch. Aber wieso? Ich habe doch hier kein Training, halbe Intensität. Ja, das sollte eigentlich alles passen. Über die Ziele sprechen wir mal noch.
bei denen ja auch kein Erfolg. Okay. Die haben jetzt aber auch ziemlich lange gewartet, bis sie uns eine Antwort gaben. Wir fragen da mal den Co-Trainer, der das sieht. Das passt schon. Ablöseforderung, das bringt uns aber einfach nichts. Weil der ja nur bei zur Leihe bei uns ist. Moishita probiert es wieder mit vielen Weitschüssen und das mit 1. Alles klar. Kann man machen. Dann gehen wir noch bis zum Spiel. Dann beende ich auch diese Folge. Für die U18, ja, das sind 2 Tage, das sollte eigentlich schon gehen. Abe wird dann nochmal geschickt. Matsui Akino, das passt soweit. So, für die Reserve, ich bin einen Tag vorher.
Schau ich mal, wer alles mitgeht. Cortes, Gasman. Sieht eigentlich gut aus, alle, die auf der Tribüne waren. Dann RT werden auch noch mitgehen. Kawanami spielt, nein, der geht da auf die Seite, das ist gut. Kikida kommt rein, Abe, dann Wada und auf links. Cortes kommt hier vorne, kann ich schon so machen. Rihara ist für vorne eigentlich vorgesehen. Haben wir noch einen Innenverteidiger? Harter kann das eigentlich auch nicht. Tamura auch eigentlich nicht. Nakagawa auch nicht. Kann es überhaupt haben? Nein, kann es auch nicht. Mihara könnte es ein wenig. Machen wir es so und dann Nakagawa kommt noch mal rein. Mihara steigt wieder voll ins Training rein. Haki hat wieder gut trainiert, er wird wieder besser, deutlich besser. Dann fast schon wieder 9 Noten. Bono, kann der ein 8? Nein, will er nicht überzeugen. Können wir nicht darüber überzeugen? Trainiert. Finger zeigen. U18, Yamashita. Yoshi, der hat wirklich, glaube ich, auch abgeschlossen. Der hat wirklich, glaube ich, auch abgeschlossen mit diesem Verein. So, dann sind wir jetzt dann beim Spiel angelangt. Wir sind nur noch 8 aktuell, also muss wieder 3 Punkte her. Allgemein
Wir müssen einfach immer wieder jetzt Punkte her. Und so U18 gewinnt 4:1, also die sind sehr gut drauf. Immer noch eine Niederlage nur. Wir sind der Favorit, ein klarer Favorit. Unsere Reserve gewinnt auch 4:0. Aber Cortes hat sich dabei verletzt. Zum Glück haben wir Ono noch. Gut, dann schauen wir noch schnell in die technischen Light. Da haben wir immer noch nichts vielversprechendes. So, und dann geht es dann zunächst in die Begegnung. Aber damit beende ich diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch wieder gefallen. Wir konnten wieder einige gute Spiele abliefern. Hier gegen Ganair konnten wir ein gutes Spiel abliefern. Aber dann sind wir einfach wieder immer noch in diesem Tief drin. Was ich einfach noch nicht verstehe, wieso das der Fall ist. Aber wir kommen da wieder raus und wir greifen nach oben an. Auf die Aufstiegsplätze, aber da müssen natürlich jetzt alle Spiele möglichst gewonnen werden. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Gebt dem Video doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und bis dann!